Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster in unserem eigenen Park. Wir haben beim letzten Mal schon hier unsere Bimmelbahn gebaut, das Karussell versetzt, ist viel passiert. Und heute gucken wir, dass wir den Bereich hier fertig verkleiden, dass der hübsch ist. Und dann müssen wir mal gucken, es gibt noch so viele kleine Ecken, die gemacht werden müssen, ne? Sachen auszubessern. Das Haus hier ist noch nicht fertig. Hier müssen wir noch irgendwie absperren. Dann... Ja, es muss noch gemacht werden, ja. Hier hinten, das muss auch noch alles hübsch gemacht werden, ne? Da haben wir uns irgendwie gar nicht mehr drum gekümmert. Dann könnten wir hier gucken, dass... Dass hier mal langsam alles verschwindet. Ich würde die Sachen einfach random irgendwie irgendwo hinklatschen. Damit wir Platz haben, um endlich mal den Eingangsbereich zu bauen. Wir kommen hier gefühlt nicht voran. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wir brauchen für alles viel zu lang. Hier, das muss auch nochmal umgebaut werden. Ach, oh Gott, ich verzweifle. Naja, gut. Fangen wir heute aber mal damit an, diese Ecke hier hübsch zu machen. Monatlicher Profit sieht nicht wirklich gut aus. Was ist da los? Warum machen wir so viele Miese? Okay, die Baukosten waren halt sehr hoch, weil wir natürlich gebaut haben. Aber das Problem ist, wenn die Baukosten plus die Parkverwaltung genauso viel kostet, wie wir einnehmen. Kritisch. Sehr kritisch. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. So, ich würde hier die Mauer. Ziehe ich die jetzt einfach hier rüber. Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen erkältet. Also etwaiges ins Mikro schniefen oder husten. Ja. Entschuldige ich mich jetzt schon mal für. Mauern. Was hatten wir denn da? Die war das nicht, ne? Doch. Doch, die war das. Sehr schön. Setzen wir dich jetzt mal so da dran. Ich finde den Winkel eigentlich schon ganz okay. Oh, nein. Das fand ich jetzt mal wieder nicht okay. Hier könnte man noch ein Gebäude hinsetzen. Frage ist halt, was für ein Gebäude? Und wofür? Oder lassen wir hier... Warte mal, ein bisschen Logistik hier. So, der Weg geht hier rüber in ein Themengebiet. Dann könnten wir ihn hier eigentlich auch weiterführen lassen in ein Themengebiet. Müssen wir sogar, ne? Dann würde ich da gar keine Straße machen, sondern den Weg verlegen. Warst du das? Du warst das. Sehr schön. Und dann geht uns da die Ecke kaputt. Hä? Warum? Warum? So geht sie nicht. Okay. Würde ich das hier vielleicht... Ja, ruhig so ein bisschen angeschrägt machen, ne? Wo habe ich die Kollisionsdinger gar nicht an? Moment. Einstellungen. Wo war das jetzt? Ha, Spiel? Sicherheit, Achterbahnkollision. Ermöglicht Achterbahn durch vorhandene Szenerie oder Terrain platziert zu werden. Muss ich das jetzt das Häkchen rein oder raus machen? Achterbahnkollision ist deaktiviert. Das ist das Häkchen dran. Ja, dann müsste das ja funktionieren. Genauso wie die Fahrgeschäftskollision. Ermöglicht Fahrgeschäfte durch vorhandene Szenerie oder Terrain platziert zu werden. Ja. Geländekollision ermöglicht das
vorhandene Szenerie oder Schienen das Gelände beeinflussen. Die Reibungseinstellung ist für Achterbahn. Bremsungsbogen. Oder muss ich erst den Weg bauen und da drüber dann die Schienen? Das kann natürlich auch sein. Was ist denn die Ghostbuster-Funktion? Einstellen von Ghostbusters und Erscheinen von Geistern? Du Heilige. Multiplikator für Geisteraktivität. Geister können in Fahrgeschäften spuken. Geister verjagen Gäste. Was? Schienenbeschränkung. Entfernt die Beschränkung für Schräglagen und Neigungswinkel. Ach so. Nee. Nee, dann, müssen wir mal gucken. Dann machen wir hier vielleicht so. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir dann die Schienen da drüber legen können. Und der Weg geht jetzt. Ja, machen wir einfach erstmal so, ne? Umbauen kann man immer noch. Jetzt möchte ich hier aber gucken. Ja, okay, das geht. Also muss. Oh, nicht, wollte nicht. Also muss man erst. Hallo, hallo. Erst die den Weg platzieren und darüber kann man dann die Schiene verlegen. Können wir dich kürzer machen? Nein. Gut, aber damit wir schon mal wissen, was wir hier vorhaben, machen wir das so. Ich habe nämlich. Wartet, hatte ich nicht. Nee, bei den Toolkits war das nicht, sondern bei. Doch. Genau, ich hatte nämlich nochmal durchgeguckt. Aus Langeweile. Und habe hier, guck mal, perfekt, oder? So, Achtung, Schiene kreuzt. Doch cool, ne? Warum bist du so weit oben jetzt? So. Die hatte ich nämlich noch runtergeladen. Sehr gut. Cool. Finde ich gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Leute hier drüber latschen müssen. Wartet, können wir das nicht? Ich komme schon wieder von dem ab, was ich vorhatte, ne? Können wir das nicht, ich möchte die Schiene bauen. Bin ich, ne? Ich möchte, hallo, hier das. Muss ich dann erst hier ein Stück Schiene bauen? Wartet, wie will ich hier weiterverfahren? Eigentlich hier so ein bisschen um die Kurve, ne? So, dann müssten wir doch das Stück runtersetzen. Ah? Müsste gehen, oder? Kann man das so machen? Ich finde es gut. Ja, so. Kommen wir aber, wie gesagt, hier wieder ganz ab von dem, was ich hier vorhabe. Man kann hier einen Eingang machen zu dem, Bereich, der dahinter kommt. Wie so eine Art Tor, Durchgang, wie auch immer. Oder man macht es hier hinter, dass man weiß, okay, da geht es in den Themenbereich. Hier wollten wir ja das Science Fiction probieren, in dem ich ja so gut bin. Moment, ich trinke kurz. Sonst versagt meine Stimme gleich ganz. Aber jetzt machen wir endlich mal hier weiter. Es ist ja, komm wieder von A nach B, ne? Das ist schlimm mit mir. So, Szenerie. Natur. Weil das hier ist ja eine kleine Parkanlage. Da darf ich wieder ganz viel hübsch machen. Die Büsche gehen eigentlich immer. Ich finde, die sind so kugelrund, ne? Die sind wunderschön. Aber einfach so ein runder Ball. Ist ein bisschen schwer damit zu gestalten. Vielleicht
Da pflanzen wir hier einfach 10 Milliarden Blumen. Oder Grünzeug. Oder meine Lieblinge hier. Ist alles nicht so einfach. Ich möchte aber auf jeden Fall. Was ist das hier? Bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir das auch hier innen lang führen. Da wir da ja die Hecke schon haben. Das hier einfach grün lassen. Es ist ein bisschen hässlich, ne? Ein bisschen hässlich. Können wir hier mit irgendwie was reißen? Nee. Grünzeug. Schwer, ist gerade schwer. Können wir mit Drang? Aber halt nicht so die schönsten, ne? Fels, 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 Gras, Beton. Hätten wir vielleicht ein Custom-Ding nehmen sollen, den man auswählen kann, mit was man hier gestalten möchte. Weil die Bodentexturen sind echt nicht schön. Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein noch machen kann. Müssten wir mal gucken. So, jetzt möchte ich hier aber irgendwie noch was haben. Oh, ich wollte ihn nicht platzieren. Spiel. Hallo! Willst du jetzt mal die Veilchen aus? Danke. Halleluja. So. Wir machen hier ganz viele verschiedene bunte Blumen. So. Zack, 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 zack. Jetzt machen wir die noch in Rot. Oh, wunderschön. Zack, zack, zack. So. Dann machen wir die in Blau. Gibt es blaue Begonien? Jetzt schon. Zack, zack. Einfach hier überall so zwischen. So. Was haben wir noch für eine Farbe? Lila und Pink. Wird jetzt einfach bunt. Einfach bunt. Blumen. So. Keine Angst, das wird noch hübsch. Hoffe ich. Vertraut mir ein bisschen. So. Jetzt möchte ich dazwischen noch Veilchen setzen. Ja, gelb ist völlig in Ordnung. Ein bisschen runter. Haben auf jeden Fall Spaß. Man hört es. Veilchen. Was haben wir denn noch nicht? So ein rosa. Rosa Veilchen. Ob das wirklich hübsch wird, bezweifle ich gerade doch noch. So. Sieht sehr wild aus, ne? Was haben wir jetzt noch? Können wir euch noch dazwischen klatschen? Nee, sieht komisch aus. Aber die können wir da dazwischen klatschen. Ihr seid aber sehr hoch. Tulpen sind sehr quadratisch. Ihr seid. Wobei, wenn ich euch ein bisschen in die Erde setze, dann seid ihr nicht ganz so. Ganz so präsent. Ja, ne, das ist schon hässlich. Och Mensch, das
Es war in meinem Kopf, sah das so viel schöner aus. Ich glaube, das müssen wir geordneter machen. Wie oft können wir jetzt zurückgehen? Sehr weit, sehr gut. Okay. Einmal Reset. Das müssen wir nochmal machen. Dann würde ich jetzt, ist die nächste Idee. Weil das, oh, das könnten wir hier machen. So ein Regenbogen. So, passt auf. Auf Anschlag. Mit den Begonien. In Gelb. Begonien in Gelb. Na, wir machen noch eine Runde. Ein bisschen runter. So, dann kommen Begonien in Orange. Dann kommen Begonien in Rot, so gut es und ja, das geht. Noch schön drehen dazwischen. Dann kommen Begonien. Groß. Ah, der Übergang ist nicht so schön, ne? Egal. Dann kommen Begonien in Lila. Ist aber ein hässliches Lila. Ist das das? Ist es das? Oh, das Dunkle? Fast schon zu dunkel, ne? Das finde ich okay. So. Jetzt kommt Blau. Ich finde, das hat was, ne? Jetzt käme eigentlich Grün, ne? Aber grüne Begonien. Ist eine Züchtung. Ist eine Züchtung. Extra für diesen Park gezüchtet. Von Blumenfachhandel Klaus. Die machen extra sowas für einen. So, jetzt käme natürlich wieder Gelb. Ziehen wir das jetzt weiter durch, wieder mit Orange. Ja, ganz lustig, glaube ich. Dann kam Rot. Hin. Interessant. Unsere Spezialzüchtung.
Jetzt wird es hier hinten natürlich einreich. Da wir nicht mehr so viel Platz haben. Nehmen wir mal hier ein bisschen mehr. Das ist aber schon sehr rosamäßig. Die könnten wir nehmen. Rosa. So, jetzt kommt wieder ein Lila. Und dann will ich da hinten noch ein paar blaue zwischenquetschen. Vielleicht mal ein bisschen hellblauer. So. Dann haben wir hier den Regenbogenwalk. Boah, sieht schon cool aus, ne? Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll das hier ist, was ich da gerade fabriziere. Aber irgendwie hat es was. Na, jetzt möchte ich hier nochmal das so ein bisschen auslaufen lassen. Nein, ich möchte die pinken. So. Ein Blütenmeer. Was wir natürlich doch irgendwie noch einzäunen müssen. Damit uns die Leute das nicht kaputt trampeln. So, dann fangen wir hier an. Ja, warte, ich setze das freihand. Müssen wir nur ein Stück runtersetzen, damit es nicht immer über diesen Weg gleiten möchte. So. Wenn das so ein bisschen in den Blumen steht, ist das gar kein Problem. Das können die ab. Die sind drumherum gewachsen. So. Ah, so Millimeter drehen. Dankeschön. So, das machen wir jetzt noch eben. Kriegen wir hin. Dann müssten wir hier noch ein bisschen Beleuchtung anbringen. Aber das gucken wir dann in der nächsten Folge. Und die Leute strömen jetzt hier auch rein, weil sie sich denken, oh, der berühmte Blumenpfad. Den müssen wir uns angucken. Schatz, wir müssen unbedingt mit dem Karussell fahren. Damit wir in der Warteschlange sehen, wie hübsch die Blumen sind. So, den Zaun hier machen wir dann auch noch. Es ist irgendwie cool. Oh, ich war im Haus. Irgendwie hat das was. Das müssen wir öfter mal einbringen. Das lassen wir jetzt hier aber nur auf dem Stück. Für hier überlege ich mir noch was anderes. Hier auch. Ja. Aber dann würde ich es hierbei erstmal belassen. Na, gucken wir uns mal an hier die Schönheit. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüsselü.